Klingonische Imperium wird bestenfalls noch 50 Jahre leben. Den Klingonen einen sicheren Hafen im Föderationsgebiet anzubieten, wäre Selbstmord. Das sind Tiere. Jim, sie werden sterben. Sie, Captain Kirk, werden unser erster Ölzweig sein. Wieso ich? Die Galaxis ist an einem Wendepunkt. Ihr Raumschiff Enterprise, wir haben den Auftrag, Sie sicher durch das Föderationsgebiet zu eskortieren. Rat mal, wer zum Essen kommt. Ich habe mir immer gewünscht, Ihnen zu begegnen, Captain. Bewunderung von einem Krieger zum anderen. Ich auch. Auf dem Weg zum Frieden. Das unentdeckte Land. Die Zukunft. Am Rande eines Krieges. Wir kommen in Frieden und Sie spotten diesen Frieden. Wir haben nicht gefeuert. Laut unserer Datenbank haben wir. Ich werde euch aus dem Weltall fegen. Und was sagt die Crew des Raumschiffs Enterprise? Wir werden nicht am Vorabend des galaktischen Friedens den Grund für einen Krieg liefern. Sie drehen bein. Auf Kampfstation. Sie kämpfen nicht, um Schlachten zu gewinnen. Neuer Abschuss. Senden Sie, wir kapitulieren. Captain. Wir kapitulieren. Sondern um sie für immer zu beenden. Wir würden jeden Versuch, Ihre Männer zu befreien, als kriegerische Handlung werden. Es wird nie eine bessere Gelegenheit geben. Hier ist Captain Sulu, USS Excelsior. Wir sind bereit, Ihnen zu helfen. Da kommt Freude auf. Diese Lösung bevorzugen Sie doch auch. Kein Frieden in unserer Zeit. Von Krieger zu Krieger. Schutzschilde brechen zusammen. Startet die Vernichtung! Schutzschilde. Und entfesselt die Hunde des Krieges. Feuer! Star Trek 6. Das unentdeckte Land.